protzen, nicht kleckern, das ist mal wieder die Devise von Arkos hier auf der IFA in Berlin. Gleich 4 neue Smartphones werden gezeigt. Und das hier drüben, das ist eine kleine Überraschung, die sehen wir uns am Ende an. Ich verrate nur so viel, Windows 10. Ja, und hier drüben starten wir mit dem großen, das ist das Diamond Plus. Hier das kleine Brüderchen sozusagen, das Diamond S, kommen wir gleich zu, 5 Zoll, 5,5 Zoll. Und hier vor allen Dingen, das ist ein Metall-Unibody, so eine Magnesium-Aluminium-Legierung. Erinnert mich von der Optik her ziemlich stark an das Honor 7, muss ich sagen, von Huawei. Also hier Metall, wie gesagt, auch dieses Design von der 16-Megapixel-Kamera, diese Plastikkappen. MediaTek-Prozessor, Octa-Core 1,5 GHz, also das scheint doch alles ziemlich gleich zu sein. Da müssen wir mal gucken, ob wir das noch rauskriegen am Ende des Tages. Jedenfalls MediaTek Octa-Core 1,5, 2 GB Arbeitsspeicher und vom Datenspeicher hier 16 GB. Und hier drüben ist wieder Kombinationsslot, also entweder eine zweite SIM-Karte oder eben eine MicroSD-Karte, offiziell 32 GB, aber wie ihr wisst das ja, meistens gehen da auch mehr, nur eben halt nicht offiziell. Ja, ich habe auch nämlich hier wieder diesen zusätzlichen Convenience-Button oder Smart Key oder wie immer das bezeichnet, den man da hier belegen kann. Wir können uns das ja auch gerne mal anschauen. Hier Android 5.1 kennt ihr ja alle, wie das dann im Menü aussieht. Hier nennt sich es dann eben halt Q-Key und ihr seht, da kann man eben halt verschiedene Funktionen, wie beispielsweise jetzt hier die Taschenlampe oder sowas drauflegen. Also das kennen wir alles, wie gesagt, sehr stark vom Honor 7, daher mein Verdacht. Aber trotzdem interessant. Preis natürlich, 279 Euro unverbindliche Preisempfehlung und sollen alle ab November verfügbar sein, so wie auch das Diamond S hier, wie gesagt, kleiner Bruder, aber man sieht schon, glaube ich, von den Farben her, die sind schon knackig hier, aber das ist Super AMOLED statt IPS und wie gesagt 5 Zoll. Hier haben wir übrigens Full HD Auflösung und hier 720x1280, aber dafür ist der Preis noch mal ein bisschen niedriger. Unverbindliche Preisempfehlung hier, 229 Euro ohne Vertrag. Glasfront vorne und hinten. Ansonsten technisch identisch. Wie gesagt, dieselbe 16-Megapixel-Kamera, Videos in Full HD, identischer Prozessor, Speicher und was weiß ich alles. Von daher hat man dann auch so ein bisschen vom Design her jetzt sozusagen die Qual der Wahl, weil 118 zu 178 Gramm ist natürlich eine andere Hausnummer. Ja, und die beiden hier drüben, das sind auch so Schwestermodelle, auch wenn die Namen jetzt komplett anders lauten. Das ist das 50e Helium, das ist eben dann das Android-Modell und bei den beiden hier kann man hier hinten auch schon unschwer erkennen, das ist sozusagen echtes Dual-SIM, weil ich habe hier zusätzlich noch als dritten Slot parallel die Micro-SD-Karte. Akku austauschbar, beide technisch ansonsten auch wirklich identisch, beispielsweise 8-Megapixel-Kamera hinten, 2-Megapixel-Kamera vorne. Allerdings, jetzt vom Prozessor her ist der Snapdragon 210. Das ist natürlich jetzt nicht wirklich ein Kraftmonster, aber wartet mal den Preis. Beide nämlich 130 Euro ohne Vertrag und es ist halt auch Dual-SIM und LTE und 8 GB interner Speicher, muss man da mal gucken. Oder beziehungsweise gucken wir doch einfach jetzt mal ganz schnell rein. Bei Android ist es ja meist so, dass man fast 4 GB nochmal abrechnen kann. Hier können wir mal reinschauen. Ja, also er sagt jetzt frei verfügbar 4,44. Jetzt wissen wir nicht, Demo-Software vielleicht hier noch drauf oder sowas. Aber so zwischen 4 und 5 GB, glaube ich, netto könnte er da rechnen an der Stelle. Auch wenn es Android 5.1 ist jetzt hier. Da merkt man halt, es ist natives Android. Also nicht so eine User-Interface noch drüber gelegt von irgendeinem anderen Hersteller, wie man das kennt. Und deswegen wahrscheinlich auch relativ schnelle Updates bei den Android-Geräten. So, und jetzt hülle ich hier mal so ein bisschen, enthülle ich hier die Überraschung, Windows 10. Man erkennt es ja auch schon am Startbild, unmissverständlich, aber muss natürlich jetzt so ein bisschen vorwarnen. Das ist natürlich auch noch Beta, weiß man jetzt nicht, wie das dann final aussehen wird. Ihr wisst, hier kann man dann natürlich auch diese Größenordnungen von diesen Kacheln hier auch noch mal ändern. Kleiner machen, verschiedene Größen und beispielsweise hier oben, das sieht jetzt auch alles ein bisschen anders aus. Oder wenn wir hier mal rüber Vision, Apps oder wir können auch hier mal kurz in die Einstellungen reingehen. Trotzdem kriegt man ja schon mal einen ganz guten ersten Eindruck, wie denn Windows 10 dann so aussehen wird. Aber gehen wir jetzt nicht zu sehr ins Detail, das ist halt alles noch Beta, weil, wie gesagt, wir sprechen über November, ist noch ein ganzes Weilchen hin bis dahin. Ja, ich habe es ja gesagt, 5 Zoll 720p hier von der Auflösung, IPS bei diesen beiden.
Und ansonsten, ja, Snapdragon 210 Prozessor, muss man mal gucken. Und auch der Akku 2100 mAh ist jetzt nicht gerade riesig für 5 Zoll, aber man kann ja, glaube ich, bei dem Preis auch mal ein Auge zudrücken. Und wir testen das natürlich auch. Und vor allen Dingen finde ich ja spannend, dann zu sehen, wie schlägt sich Windows 10 beim Stromverbrauch alleine schon her zu Android. Das wird nochmal, glaube ich, ein ganz, ganz spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen. Also es wird ein heißer Herbst, ich freue mich schon drauf. Das soll es auch schon gewesen sein, als erster kurzer Eindruck hier von Arcos auf der IFA in Berlin. Macht's gut, vielen Dank fürs Zuschauen, bis bald. Ciao.